So, und jetzt zu der anderen Tür da hinten. Ein weiter Weg. Bin ich hier noch richtig? Ja. Hallo, ich bin nur auf der Durchreise. Jetzt auf einmal so leer hier. Ganz ohne Kampf. Ich bin begeistert. So, könnte hier was sein? Ich weiß es nicht. Ich versuche mich einfach hier mal durchzuschummeln. Ups. Aber warte mal, da ist an der rechten Seite ist da auch noch ein Durchgang. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ist noch richtig weitläufig hier. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob die Entwickler einfach Bock auf ein bisschen Dungeon hatten. Ich glaube, das kann ich nicht mitnehmen. Nein. Das ist nämlich... Ah, ich gehe mal ein Stück zurück, dann sieht man es besser. Hidden, also ein Secure Lost Item der mittleren Stufe. Und wir können nur erst die erste Stufe davon aufnehmen. Also ich glaube, die Entwickler hatten einfach mal Bock, ein bisschen in nicht nur technische Welt zu machen, sondern auch ein bisschen Dungeon. Emergency Exit. Oh, das ist nett. Dann haben wir hier noch einen Punkt, wo wir dann aus dem Dungeon rauskommen. So, hier geht's hoch. Okay. Dachte eben schon, wäre Sackgasse. Hallo. Ich weiß nicht, ob da hinten irgendwas ist. Ich gehe einfach mal hier durch. Speed-Kurs, das ne? Ja, nehmen wir den, warum nicht? Ach so, weil das der ist, der von hinten nach vorne gestürmt ist. Ich Trottel. Ich bin auch ein Trottel. Jetzt killen wir nämlich keinen. So, dann kill ihn bitte jetzt. Mit beiden. Schneller! Okay, du kannst da schon mal anfangen. Du machst da mit. そら。
Ja, Kengo, da musst du mal eben aushelfen, noch mal einfach einen Level 1 Angriff. Ah, zum Glück gereicht. Okay. Jo, Stamina auf 4, also beziehungsweise das jetzt 4 Punkte kostet, dann kann ich ihm gleich mal was anderes beibringen. So, eben kurz heilen. Den nutze ich gerade mal eben. Dann habe ich das Erreichte schon mal gesichert. Lost Items und hier ist eine Keycard, oder? Oder es geht automatisch irgendwann hier weiter. Es kann ja sein, dass die Hauptstory hier irgendwie nochmal weitergeht. In diesen anderen Dungeons waren wir auch öfter drin. Ich will eigentlich auf die Leiter. Ist keine Leiter da. Okay, machen wir das Vieh platt. Von hinten bitte. Ah. Ein Oktogrim. Ne, Grimm. Oktogrim. Aber wir müssen erst die Schildkröte hier machen. Ich überlege gerade, wie ich die am besten kaputt kriege. Damit ich auch den Break schaffe. Ich mache jetzt mal einfach nur Level 1 Angriffe. So. So, alles nur Level 1. Du darfst Level 2 machen, weil dein Level 1 Angriff so schlecht ist. Und da sieht man, das hat mir schon eher Break. Problem ist, dass der gleich wieder vollständig regeneriert ist. Wupp, ist er wieder voll. Jetzt versuchen wir es nochmal. Nur Level 1. Level 1. Level 2. Und Yui überholt ihn gleich wieder, das ist gut. Und Kengo ist so arschlangsam, ist der Wahnsinn. Oder nee, ist das Asai, ist das weil der negativen Buff hat. Also einen Debuff sozusagen. Okay, dann machst du jetzt Level 3. Und Yue
Komm, Level 2. Ja, genau, ich hab das. Sehr schön. Jetzt habe ich zu spät Quadrat gedrückt, weil ich mich so gefreut habe, dass wir die Schildkröte gebreakt haben. So, jetzt hat er eigentlich auch keine Chance mehr. Break ist bei dem extrem schwierig. Und direkt da respawn. Alter, das ist so zum Kotzen. Was ist denn das für ein Spiel? Was soll denn das? Kannst ja direkt eine unsichtbare Wand hinstellen. Monster, 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 tot. Ja, ich laufe jetzt weg, Leute. Ich laufe jetzt einfach weg. Nein, ich laufe nicht weg. Ich bleib stehen. Und versuche nochmal wegzulaufen. Jetzt laufe ich weg. Ich komme da nicht vorbei. Ich muss aber an die Leiter. Monster haben sie extra an die Leiter gestellt. Oder wo ist die? Oh, ich sehe hier gar nichts mehr. Ich muss da hier irgendwo raufkommen. Action Point. Doch, das ist doch da hinter dem Monster. Aber wenn das Monster nie weggeht, sondern nur noch nicht mal für eine Zehntelsekunde verschwindet, wie soll ich dann die Leiter verwenden? Erstmal heilen. Ja. Leck mich einfach. Aber es ist jetzt ein anderes Monster. Es sind ja zwei von diesen Viechern. Ich versuche es noch einmal, es zu besiegen. Vielleicht ist es dann ja weg. Vielleicht sind einfach nur das Stapelmonster. Oder Tetris-Monster, die jetzt einfach aufeinander gestapelt sind. Ich habe jetzt das unterste besiegt. Jetzt kommt das, was da oben drüber stand. Und danach kommt das nächste und so weiter, bis irgendwann keine mehr da sind. Hat leider nicht geklappt. Bei dem hier wird es auch schwierig. やったっす。自分はまだまだやれですよ。少しは成長できたでしょうか。経験に勝るものなしです。 Ja komm, nimm ruhig alles mit hier. Wow. Direkt wieder gespawnt, gesehen. Aber wir hatten eine halbe Sekunde Zeit und das ist ja okay dann. Jetzt kann ich mir den einen Heiltrank holen, der hier noch versteckt ist.
Naja, mein Medi-Charger, das ist schon was. So, ging es sonst noch weiter? Nein. Das heißt, ich kann mal versuchen, hier runter zu hopsen. Das geht nicht, das Geländer ist zu hoch. Bestimmt 70 cm oder so. Auch da kann er nicht runterhopsen. Kann nur genau bei der Leiter. Das ist wahrscheinlich Sprünge sind nur erlaubt, wenn man weich landet. Und das muss also ein Monster sein, wo man reinspringt. Danke, dass ich entkommen durfte. Okay, Rest ist okay. Dann muss ich nochmal abspeichern. Ganz einfach, weil ich das auf keinen Fall nochmal machen möchte, zu dieser Leiter zu gelangen. Und nichts los. Und hier ist auch nichts los. Und jetzt auf einmal ist da ein dickes Monster. Warte mal, das ist aber... Ist das ein Questmonster? Warum ist das so rot mit so einem beigen Balken da drum? Muss man eben gucken, was haben wir noch für Missionen? Ist davon eins hier in diesem Dungeon? Nightmare ist hier nicht. Analyse haben wir. Das haben wir. Night Extermination. Jormungand. Nein. Expulsion ist auch irgendwo anders. Was soll denn das? Warum ist das so besonders markiert? Hier oben auch. Guck mal, das ist ein ganz besonderes Monster. Da. Special Chance. Alles klar, das ist dieses Insekt, was wir brauchten. Das haben wir jetzt aber schon. Das bringt aber gute Erfahrungspunkte. Aber da seht ihr, wie selten das ist. Wie lange sind wir jetzt hier schon wieder gemeinsam in einem Dungeon gewesen? Zu Neumond. Und nur zu Neumond gibt es überhaupt diese Insekten. Und ich bin vorher schon eine Stunde durch den Dungeon getapert, habe eins davon gefunden und jetzt finden wir hier wieder eins. Also ungefähr alle anderthalb Stunden findet man ein so ein Vieh. Okay, wir machen jetzt aber erstmal sowas hier kaputt. Okay. Und das Insekt möglichst zum Schluss. Und wie schnell das ist. So, kann ich dich da hinten angreifen? Das ist gut. Oh, wahrscheinlich können wir es nicht zu dritt. Müssen wir mal gucken. Ja, du nämlich nicht. Mach du hier mal Arzt.
gegen was sind die nochmal empfindlich? Ich mache jetzt einfach Blitz, weil ich wissen will, wie blitzempfindlich es ist. Dann haben wir es quasi auch damit analysiert. Das geht. Bin ich mit zufrieden. So, dann kannst du dich eigentlich hier schon drum kümmern. Oh nein, das Vieh hat ihn überlebt. Da war ich zu geizig, dass Kengo jetzt das Insekt schon angegriffen hat. Das ist jetzt ein bisschen interessant. Warum ist bei Kengo der Level 3 Angriff der erste Punkt ausgegraut? Ah, dann mach halt Level 2 Angriff. Schien ohnehin sehr effektiv zu sein. Hier auch. Da auch. Ich glaube, da muss ich doch gleich mal Arzt einsetzen. Juhu, da ist auch noch genug Punkte. Gegen was ist er empfindlich? Kälte. So. Treffen würde halt auch helfen. Thank you.
Naja, dann habt ihr jetzt wenigstens das Insekt auch mal gesehen. Live in Aktion. Nee. Ja, machen wir da weiter. Okay, da ist Schluss. Skill passiert auch nichts. Ja, ich glaube, dann arbeite ich jetzt erstmal an seiner Geschwindigkeit. Nochmal will ich das jetzt nicht haben, bitte. Und da komme ich nicht durch. Ich krieg das Kotzen. Ich krieg das Kotzen. Was soll denn das bitte sein? Ein Monster auf dem Rückweg spawnt, um einem den Rückweg abzuschneiden und man kommt nicht mehr dran vorbei. Naja, wir haben noch ein paar Versuche. Das ist wieder eins, wieder so ein dickes hier. Ich versuche dann wegzurennen, wenn es nicht anders geht. Das ist furchtbar. Ja, Special Chance. Special Chance, hier nicht durchzukommen, sag ich mal. War so klar. Wahrscheinlich kann man hier gar nicht entkommen. Es wird einem nur nicht verraten. Es ist nicht möglich hier, Leute. Es ist. Es geht einfach nicht. Was soll denn. Okay. Ich muss jetzt das Monster nochmal besiegen. Und dann ganz schnell nach vorne laufen. In der Hoffnung, dass die halbe Sekunde ausreicht, daran vorbeizukommen. これぐらい
まだいけます。やらなきゃ。そうだ。はい。どうです。叩きます。勝てる気がしない。 撃ちます。これなら撃ちます。ここだ。さあ。はい。行きます。どうです。そこ。どうです。やりました。攻めましょう。 Das reicht noch nicht mal. Wir müssen jetzt gleich vorwärts stürmen. Ich komme nicht vorbei. Das ist schon wieder. Das Spiel ist verbuggt. Muss natürlich nicht verbuggt sein. Kann auch gewollt so sein. Wir lassen den Spieler nicht mehr zurück. Ist alles im Rahmen der Möglichkeiten. はい。はい。はい。どうです？了解。
撃破。 攻めましょう。はい、これは当てます。やらせませんわ。行きます。打ちます。クリア。いや、これなら。 行動開始。みんなのために。自分は倒れろ。突貫します。当てます。撃ちます。そこ狙わせてもらう。くらえ。次々当たれ。 Mich interessiert auch schon gar nicht mehr, was die Leute hier für Skills bekommen und was nicht und so. Ich will einfach nur an diesem blöden Monster vorbei. Eine Idee habe ich gleich noch, aber es wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Ich kann ja dieses Camouflage-Ding einsetzen. Aber das Monster entdeckt mich denn zwar nicht, aber ich komme ja nicht an vorbei. Weil sich ein fettes Monster in den Durchgang gesetzt hat, kann man sich natürlich auch nicht vorbeischleichen. Aber ein Versuch ist es allemal wert. Also Moment, da kostet es jetzt schon 4. Können wir mal umsteigen auf irgendwas anderes. Reboot, okay. Ach, ich lauf. Ich bin vorbei. Diesmal hat es sich eine Sekunde zu lang Zeit gelassen, um zu respawnen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, da ist der Speicherpunkt. Das Blöde ist, vor dem Speicherpunkt ist ein fettes Monster, wo ich nicht dran vorbeikomme. Also vom Speicherpunkt könnten wir fliehen aus dem Dungeon. Also gehen wir hier lang. Hier sind gerade alle Monster in Mittagspause. Dann kann man hier mal eben erkunden. Jetzt sind sie wieder da. Ach Moment, da ist ein Action Point. Das heißt, ich kann da irgendwo hochklettern. Ich muss mal eben heilen, wenn es möglich ist.
Hallo. Das Spiel ist in so vieler Hinsicht verbuggt, auch dass die Monster mich jetzt hier nicht erreichen können, ist genauso dramatisch auf andere Art und Weise, wie dass ich nicht an dem Monster vorbeikomme. Es ist mir nicht klar, wo hier die Treppe nach oben ist. Ich meine, die Schildkröten sind jetzt auch nicht so schlimm. Ich befürchte nur, dass sie auch wieder instant respawnen könnten. やります。参ります。はい。えいや。参ります。よし。さ、当てる。や。これなら。この距離は。対象沈黙。隊長、次のご命令を。 Hier innen drin, okay. Das führt uns zu ungeahnten Schätzen, zu ungeahnten, nicht vorhandenen Schätzen. Das heißt, irgendwann später muss ich hier nochmal wieder hin und dann hier einen Schatz abgreifen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Wenn man klettert, kann man nicht auf die Karte gucken. Ja, so. Ja, geht nur da lang. Und da jetzt rechts runter zum Emergency-Ausgang. Den habe ich mir jetzt auch verdient. Lass mich raus. Oh. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Tage jetzt vergangen sind. Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel jetzt zu Ende ist. Weil ich so lange in dem Dungeon gegen das eine Monster gekämpft habe. Was haben wir noch für Missionen? Okay, das mache ich alleine. Und das würde ich gerne noch mit euch gemeinsam machen. Aber dann lasst mich erstmal diese alleine machen, denn dadurch level ich ja noch ein bisschen. Dann machen wir danach die S-Mission. Und jetzt vorher geben wir gemeinsam die drei Berichte hier noch eben ab. Oh, da kriegen wir wieder Lost-Item-Koordinaten. Wahrscheinlich kann ich jetzt schon wieder in den Dungeon reingehen, den wir gerade verlassen haben, um dann neue Sachen rauszuholen. 44.000 Marken brachte das. Das heißt, wir können demnächst unsere Rüstung mal auf Level 3 bringen. Also mal gucken, ob es hier was Neues gibt.
Das gönne ich mir jetzt einfach mal hier. Okay, da geht es immer noch weiter. Ja, das bleibt bei dem Kram. Und was bringt mir Vital Iron? So, was können wir Neues bauen? Hier sind neue Sachen. Blazer, Blei, Defell und Flash, die hatten wir vorher. Und jetzt gibt es statt Blazer, Berkey. Dafür brauche ich aber Eisen. Dafür brauche ich Blei, oh Mann. Jetzt habe ich natürlich sehr viel Blei für Waffen-Upgrades ausgegeben. Aber vielleicht ist Waffen-Upgrade sogar besser als das hier. Denn das hier bringt ja nur Range Attack und Range Accuracy. Ja, und kostet 50 Blei. Also für 50 Blei kann ich 8-mal eine Waffe upgraden. Okay, das könnte ich sogar herstellen. Besserer Crossfrog. Ja. Das dauert alles noch, bis ich das für die ganzen Leute hinkriege. Also einen von diesen Flash könnte ich basteln. Okay. Und hier, da gibt es auch neue Sachen. Die beiden hier unten. Dafür brauche ich 30 mal Fang. Willst du mich veralbern? 30 mal von diesem. Also, achso, so viel ist es ja gar nicht. 6000 Marken nur. Und dafür, was bringt mir das? Increases Output. Kann mir einer sagen, was Output ist? Es ist einfach generell mehr Schaden. Und das wäre Melee Attack plus 20%. Das wäre natürlich schön für Asai, aber wir haben nicht genügend Fuse, also nicht genügend Sicherung. Also einmal baue ich das jetzt hier. 30 hiervon. Einmal fängt 2. Und ich kriege dafür nur Output. Ich habe keine Ahnung, was Output macht. Ist alles nicht so berauschend. Na nee, gut. Es ist Zeit vergangen. Es könnte sein, dass es Gespräche gibt. Nein. Hier hat sich wahrscheinlich auch nichts getan. Wir sind alle fit, bis auf Jule so ein ganz klein bisschen. Ne, okay. Dann lass mich mal diese Expulsion-Mission machen. Meine Skills verteilen und so weiter. Ach so, genau. Vorher verteilen wir gemeinsam noch die Abilities. Da sind ja jetzt auch einige reingekommen. Okay, wenn Ai weniger als 50% Hitpoints hat, dann hat sie eine erhöhte Verteidigung gegen Fernangriffe.
So. Attack Power gegenüber Guard erhöht sich, aber er verbraucht 30% mehr AP. Das lohnt sich für mich nicht, weil Amal eigentlich dauernd, wenn ich ihn einwechsel, ihn nur mit AP irgendwas macht. Wenn das dann so teuer wird, das bringt es mir dann nicht. Achso, war das überhaupt gut? Ja, ja. Okay. Gut, dann sage ich mal bis morgen, wenn wir dieses Bossmonster da angehen, diesen Yonogant oder so ähnlich. Jormungand. Also bis dann. Tschüss.